Noble Flitzer sind der Stallgeruch, den Edelschrauberin Tanja in ihrer Werkstatt braucht. Heute Stammkunde Peter und sein alter Morris, den er bis morgen wieder fit für eine Rallye braucht. Der hat jetzt nicht diese klassische geschwungenen Linien, aber als so ein kleiner Pritschenwagen kann ich mich direkt jedes Mal wieder verlieben. Wenn ich das hier sehe und wie geil das alles gemacht ist, finde ich super schön. Tanja schätzt jedes Detail an dem Schätzchen. Andere sagen wahrscheinlich, das ist ein hässlicher, viereckiger Klotz. Aber ey, die haben einfach gar keine Ahnung. Null. Das ist mal ein total geiles Auto. Für den Star des Tages heißt es jetzt, rauf auf die Bühne. Die erste Bestandsaufnahme macht die 53-Jährige immer zusammen mit dem Kunden. Das schafft Vertrauen. Im Moment sieht das ja hier noch ganz gut aus. Hier schweißen wir noch mal ein bisschen den Topf. Der öffnet sich hier an der Naht und das ist dann ärgerlich, wenn dir der Topf während der Rallye um die Ohren fliegt. Und den brauchst du nur einmal nachziehen, dann ist wieder gut. Dann hält er auch noch 1000 Jahre. Also, mach was du magst, aber die Kiste muss einfach das Wochenende durchhalten. 600 Kilometer ungefähr. Und du kriegst sie morgen wieder. Morgen. Okay. Deal. Alles klar. Okay. Ja, ich komme nachher rum. Bis später. Ciao. Tschüss. Das ist mir bei allen Kunden wichtig, dass sie wissen, dass ich für sie da bin. Und ich würde auch nie, wenn jemand ein akutes Problem hat, einfach sagen, melde dich mal in 2 Wochen, ich kann jetzt gerade nicht. Dann nehme ich das eben dazwischen und guck. Doch mal eben gucken kann bei Oldies schnell zur Mammutaufgabe werden. Kaum ist Peter weg, finde ich noch was. Das sind Geräusche, die sich ganz furchtbar aufrühren beim Fahren. Und das klappert auch ganz fies. Das hört sich nicht schön an. Hier liegt der Auspuff auf. So, das müssen wir auf jeden Fall beheben, weil das nervt beim Fahren zu Tode. Wenn er damit dann eine längere Strecke fährt, übergibt er sich. Und oha. Ja, so geil wie das Auto aussieht, hat es aber hier doch. Oh Gott. Ich will nicht immer Rost finden. Das sind Sachen, die ich auf gar keinen Fall mache vor der Rallye, weil das ist hier richtig Alarm. Fiese Durchrostung. Bei Tanja läuft manches anders. In meiner Werkstatt haben die Kunden echt eine absolut persönliche Betreuung. Das bin ich stolz drauf, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das ist für die nicht einfach nur eine Werkstatt. Ich kann das nicht oft genug sagen. Die sollen sagen, ich fahre zu Tanja und nicht, ich fahre in die Werkstatt. Und ich glaube, in der klassischen Werkstatt und auch mit 4 Männern hat man das relativ wenig, dass das so persönlicher ist. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich vielleicht tatsächlich mache, weil ich eine Frau bin. Ich weiß es nicht. Ich kann es schlecht beurteilen, aber ich denke schon. Ist das der einzige Unterschied? Oder gibt es auch rosa Häkeldeckchen im Hinterzimmer? Weibliche Accessoires habe ich hier im Laden eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist ja eher praktisch aufgebaut. Was hier nicht hängt, sind Tittenkalender. Piep! Was hier nicht hängt, sind Kalender mit irgendwelchen nackten Frauen, warum auch. Und, aber das, ganz ehrlich, das hängt in den Werkstätten auch gar nicht mehr so. Das ist Quatsch. Also hat mich auch nie gestört, wenn das mal so war, wenn ich in so einem Laden gearbeitet habe. Das ist hier das Heizungsventil. Und das bauen wir jetzt mal aus. Die Undichtigkeit ist genau hier an dieser Stange. Sieht man so schon, da darf natürlich jetzt kein Wasser rauskommen. Tut's aber. Ich fürchte, das lässt sich nicht mehr reparieren, das Kügi. Deswegen bestelle ich jetzt ein neues, weil ich keine Zeit habe. Ich kann jetzt nicht gucken, kriege ich das hin und kriege ich das hinterher auch wieder fest zusammen, so wie das zusammengebastelt ist da. Hoffentlich bekommt die Edelschrauberin das richtige Ventil für den Oldie per Express. Sonst platzt der vereinbarte Termin. Ja, hi, Tanja Trautmann. Ich sag dir mal 2 Bestellnummern. 155, 15 und die Dichtung dazu 4432. So, hat geklappt. Teil kommt per Express.
geht jetzt richtig schnell. Jetzt packe ich mal die Sachen und fahre zu Peter. Aber bei Peter kann man sich auf alles gefasst machen. Ich bin echt gespannt. Bisher weiß Tanja nur, dass sie bei ihrem Stammkunden Peter nach seinem neuen Lamborghini schauen soll. Doch neu und auch Lamborghini sind zwei extrem dehnbare Begriffe. Wie sehr ahnt sie noch nicht. Wenn ich irgendwo hinfahre, auf Außenmontage sozusagen, nehme ich immer ganz viel Werkzeug mit. Und es ist immer so, dass das, was ich brauche, ist nicht dabei. Es gibt nichts, wo ich mich nicht rantrauen würde, weil geht nicht, gibt's nicht. Der Tag heute ist schon eine echte Aufgabe. Der Morris alleine, das hätte vielleicht gerade noch so geklappt. Aber jetzt anderthalb Stunden hin zurück zu Peter, dann da weiß ich, wie lange das dauert. Und dann habe ich nur noch ganz wenig Zeit hinterher für den Morris, fürchte ich. Die Edelschrauberin rechnet mit einem Sportwagen. Wie sehr sie sich doch täuscht. Tanja! Na? Schön, dass das geklappt hat. Komm, Überraschung machen wir jetzt. Kann mein Hund hier mit rumlaufen? Ja klar, kann der rumlaufen. Guck mal. Echt jetzt?